Hey ho und herzlich willkommen hier auf dem Berg der Berge, der Mount Everest. Nein, natürlich bei, wie man da unten sieht, The Forest. Mit der rothäutigen, gebärtigen Iro. Du bist auch rothäutig. Ja, auch hallo von mir. Und guck mal, da hinten, wo dieses kleine, ich weiß nicht, ob du es siehst, das Haussymbol ist. Bei Siehst du mir das ist gar da? kein Symbol. Warte, in die Richtung. Siehst du, wo ich hin ziele? Ja. In die Richtung. Da ist unsere Basis. Also sozusagen, du siehst rechts diesen einen Wassereinlauf, sage ich Ja, jetzt genau, mal. ich weiß, wo unsere Basis ist. Ich muss jetzt hier nur mal schnell einen Snack trinken. Essen. Snack trinken. Ich trinke meine Snacks, ich esse sie nicht. Ich will es So. aktivieren. Oh, es müssen beide sogar aktivieren. Jeder, der mitspielt, activate. Geil. Was passiert jetzt? Ja, guck mal aufs Radar, ne? Flugzeug. Wie werden sie es oder nicht? Dann war der Absturz kein Zufall. Deaktivieren's. Eine Schockwelle. Oh mein Gott, ist das heftig. Und wink mal den Passagieren. Ach du Scheiße. Wie gesagt, wink mal den Passagieren. Haben wir jetzt neue Leute bei uns? Dann können wir jetzt ja ein zweites Warte, Flugzeug ausräumen, warte, oder? warte. Warte. Einfach warten. Die Dann Szene haben ist die das noch bei uns gar ja auch nicht zu gemacht. Ende. Ein Jahr später. Scheiße. Na? My next guest Wird's is a jetzt? TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Guck mal, wer da ist. Timmy. Timmy. Die Szene ist so geil. Warte, das war alles nur ein Film? Nein, 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 das war schon richtig. Aber die sind wieder nach Haus gekommen. Ach so. Nur das sieht man nicht wie. Deswegen hat er auch so eine leichte Zuckung, weil er noch traumatisiert ist. Und noch wegen einem anderen Grund, den du gleich sehen wirst. Bisschen unscharf, der Typ, ne? Ja. Alter, mal ganz ehrlich, der Kameramann ist bei mir schärfer als der Moderator, der vor uns ist. Bei mir ist das Spiel gerade übel laut. Ja. Das träumt er doch nur, oder? Nee, nee. Du wirst gleich sehen, was das ist. Was da passiert. Und jetzt. Jetzt passiert mit Timmy dasselbe. Oh nein. Müssen wir jetzt noch mal kämpfen?
schön, dass ich jetzt keinen Ton habe vom Spiel. Auch nicht. Wahrscheinlich sollte das kein Ton sein. Ist wahrscheinlich. Creative Mode unlocked. Survive the Forest. Erfolg freigeschaltet. Errungenschaft. The Forest. Ach, und jetzt sieht man nicht, was mit Timmy weiter passiert? Nein, leider nicht. Das ist sozusagen das Ende von The Forest. Das heißt, es könnte ein The Forest 2 geben? Könnte ein The Forest 2 geben. Und persönlich sage ich mal, ich finde es interessant, dass sie das Ende so offen lassen, sage ich jetzt mal. Ja, ob ne? Der einfach nur so einen Schock hatte. Ja, ja. Kann ja sein, aber, Epilepsie oder sowas. Ja, ja, aber wenn du denkst halt wirklich an das Gleiche, was halt Megan hatte. Ja, genau. Weil die ja auch so rumgezappelt hatte. Weißt du, bevor das Viech aus ihr rauskam. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass The Forest 2 dann da beginnt. Wo das jetzt aufhört. Nee, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Oder das. Und dann, dass man da jetzt weiterspielt. Ein paar Sachen erledigen muss. Auch so Survival-mäßig, die dann dazu führen, dass man da abgeholt wird. Und dann, dass man entweder so ein glückliches Ende mit Timmy hat, dass alles einfach nur fürs Herz eine Aufregung war, oder dass Timmy halt auch zu dem Viech wird. Ja. Aber die Sache ist ja die, also Megan, die hatte ja vorher schon so komisch, dass die Leute angefallen hat und so. Das hatte Timmy ja nicht, der war ja nicht blutüberlaufen oder so. Der war ja normal, bis er da umgefallen ist. Ja, das ist es nämlich. Megan war schon sozusagen, wurde von ihrem Vater sozusagen das Gleiche versucht, was wir bei Timmy gemacht haben, ne? Ja. Nur halt, dass Megan meines Wissens nach mehr zugesetzt wurde von dieser Mutation. Weißt du? Ja. Dass dieser Mutant ein bisschen mehr Zeit hatte, sich halt wirklich zu entwickeln. In dem Körper jetzt. Mhm. Ja. Aber jetzt kann man ja nicht mehr das Spiel dort weiterspielen, oder? Jetzt muss man einen alten Spielstand laden. Genau das. Oh. Da muss ich aus der ganzen Höhle rausrennen. Oh nein. Jep. Deswegen. Also rein theoretisch wäre jetzt sozusagen das Projekt zu Ende, rein theoretisch, ne? Ja. Wobei ich es nicht verkehrt finde, also das Let's Play könnte man hier beenden, aber wir könnten ja trotzdem regelmäßige Streams bringen, da hätte ich Lust drauf. So eine Baustreams, ja. Genau, das, dass man... Das wär auch kein Problem. Dann würde ich das nämlich so machen. Nämlich, denkst. So. Und die Sache ist jetzt die, soll ich jetzt den Stand, wo wir beide in der Höhle sind, laden? Oder den Stand, wo ich draußen bin, du drin? Ich würde sagen, dass wir beide in der Höhle sind und dann zusammen rauslaufen. Okay, weil wir sind ja jetzt noch bei gut 20 Minuten. Ja, weil dann könnten wir gucken, dass wir die 20 Minuten aus der Höhle rauslaufen und dann nochmal zur Basis zurück. Genau das dachte ich mir nämlich schon. Dann können wir das gut machen. So, Einladung ist geschickt. Dann können wir noch aber 20 Minuten Gameplay bringen, yes. Ja, aber das muss man mal erstmal bringen, ne? Ja. Dieses Ende, weißt du? Das ist krass. Im Grunde, du hast, wenn du natürlich das Ende dich jetzt nicht spoilern lässt oder sonstiges, du denkst wirklich, okay, bist auf einer Insel, dein Sohn wurde von einem Einheimischen entführt
Und du weißt, diese Einheimischen bringen die Passagiere um. Und du suchst eigentlich deinen Sohn, willst den finden, bevor die den Sohn umbringen. Ja. Um dann halt irgendwie von der Insel zu kommen. Du hast aber im Grunde nicht im Gedanken, dass da dieses Labor ist. Weißt du? Ja, genau. Weil im Grunde bis auf diese Höhle, wo wir jetzt ja starten, ist ja nie ein richtiger Hinweis gewesen, dass da wirklich ein Labor ist. Ja, das stimmt. Ich finde einfach krass, dass die so eine Druckwelle machen können und dass dann Flugzeuge da abstürzen. Mhm. Das finde ich heftig. Das spawnt schon halb in mir. Wo bist du denn? Du bist bei mir hier gar nicht. Warte. Ich bin jetzt stand ich im Lagerfeuer. Jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt sehe ich dich. So. Jetzt raucht das ja richtig. Mhm. So, und rein theoretisch könnte man jetzt Creative Mode aktivieren, um halt im Creative Mode nicht mehr die Bäume fällen zu müssen, sondern das dann so aufzubauen. Wie in Minecraft zum Beispiel. Ne? So. Da geht's Richtung Ende, sprich, da müssen wir hin, um rauszukommen. Das wird lustig, ey. Den ganzen Weg zurücklaufen, super. Ja. Aber draufgehen lassen wollte ich mich jetzt auch nicht mit den ganzen Sachen, die ich hier hab, ne? Nicht auch nicht. Deshalb rausrennen zur Basis und dann können wir von dort. Wollen wir einfach weiter rennen? Weiß gerade den Weg nicht. Hier lang. Hier, ja. Nee, wir müssen hier hoch. Stimmt, hier war das, wo die 10 Freunde kamen. Genau. Asma! Oh Gott, Asma. Scheiße, ey. Ich versuch gerade rückwärts. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich versuch gerade rückwärts hoch zu rennen, damit ich halt ja nicht. Na. Ja. Ich komm. Ich bin da. Bin da. So, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ja. Da ist er? Da. Man sieht so wenig mit der Taschenlampe irgendwie gerade. Autsch! Ups! Du bist ja auch einfach runtergesprungen, ja. Ja, natürlich. Weil ich nicht. Du hast gerade einen Knochen verloren. Ja, kann sein. Der lag, glaube ich, am Boden und. Das sah so gut aus. Oh, warte mal. Ich schmeiß mal kurz ein Medizinchen rein. Oh ja, ich auch. Ach ja. Mal kurz gucken. Hier hinten. Alter. Oh. Die Taschenlampe, da unten sind zwei. Ist... Auch einfach vorbeirennen. Warte. Ich musste erstmal Taschenlampe anmachen. Der dritte ist, glaube ich, hinter dir gewesen. Nee, doch, zwei. Ja, die haben dich gefokust. Ich renne jetzt einfach. Die haben eh dich gefokust. Hier muss man jetzt tauchen, ne? Ja, dann genau. Mal schnell das Gerät aufsetzen. Fragen. So, und hier folgen sie uns auf jeden Fall nicht. Nebenbei? Da die Folge ja sowieso erst nach dem Ding kommt, ne? Ist sozusagen dieses Wochenende jetzt schon das zweite Ende eines Projektes, was ich aufnehme, vom Story her. Oh Gott, ich habe Cities in Motion auch beendet bei mir. Ja, bei mir ist es nämlich von der Story her allein nur Assassin's Creed Origins. Oh. Ich hab die Story durch. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, hast du die Story schon durch?
Nein, noch bei weitem nicht. Ich habe ja nicht weitergespielt und mein Bruder und ich sind sowieso gerade ein bisschen im Ja. Streit. Also, Okay. Dann würde ich hier, glaube ich, nicht weitererzählen. Nee, wäre besser. Weil das Ende, das spoilert sonst. Boah. Na komm. Schwimm hoch. Oh, es ist Tag sogar. Ist das Gott sei Dank. angenehm, Licht. Gott sei Dank. Ich muss mal schnell eine Medizin nehmen. Aber eins werde ich auf jeden Fall machen und das werde ich sogar morgen machen. Hehe. Und zwar, das spoilere ich jetzt mal, werde ich weiter sammeln. Also Sammeln. die, ja, die ganzen Nebensammelaktionen. Sprich, die ganzen Nebenquests, die ganzen, ja, hier Aussichtspunkte und Ah. den ganzen Spaß, werde ich noch machen. Aber im Stream. Ja gut, Stream bietet sich für sowas ja an, ne? Wenn die Hauptstory erstmal durch ist. Ja, vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, hast du die Quest Bajaks Versprechen mit den Steinkreisen? Ja, die ist sehr aufwendig, glaube ich. Es sind nur 12. Ja, aber man muss ja erstmal. Gut, wenn man halt das Internet hat, dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schwer. Erstmal das und zweitens, es gibt im. Oh, ich weiß jetzt gerade den Shop-Namen nicht. In diesem Shop, den du auch in-game halt ja betreten kannst. Stimmt, Da da gibt es eine kannst. Karte, richtig. Komm hier nicht durch. Warum nicht? Jetzt. Die Tür wollte sich gerade nicht öffnen. Ach so. So. Ja, und die Karte habe ich mir für diese Helix-Punkte geholt. Das Weil ist die natürlich Hel. praktisch. Weil diese Karte ist zwar eigentlich keine Karte, weil es macht halt nur auf der eigentlichen Weltkarte die ganzen Fragezeichen zu diesen Sternkreiszeichen. Muss mal kurz hier. Ja, mir ist auch gerade kalt. Weißt du? Dass die Steinkreise dann wirklich auch dieses Logo von den Steinkreisen zu sehen ist. Ja. Und nicht nur diese Fragezeichen, weißt Und ist natürlich praktisch. Also was bei mir kommen wird eventuell, also ich wollte jetzt auch Kingdom Hearts mal aufnehmen. Da ich habe ja jemanden, der das, oder du? bis jetzt sind sogar zwei Leute, die das unbedingt sehen möchten. So, ich renne weiter. Ja. Ja. Und dann hat sich jemand Witcher 3 gewünscht. Da ich das Hauptspiel aber ja schon mal durchgespielt habe und das Add-on ja eigene Storys sind, würde ich einmal das Add-on spielen. So, wir müssen ja auf jeden Fall uns irgendwie rechts halten. Warte. Ich wollte noch mal kurz hier. Nur mal kurz hier ein bisschen Totems zerstören. Stoff. Nö, Stecker. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann die beiden Projekte erstmal. Ich kann neue Medikamente gebrauchen, das nehme ich mal mit. Ja, eins konnte ich auch so auf sammeln, den Rest konnte ich nicht auch sammeln. Mit Leben bin ich voll. Boah, dass The Forest mal ein Ende hat, ey, ist ja geil. Also jetzt für Und unser Let's Play. vor allen Dingen so ein. Lass uns bitte mal hier speichern. Ja, ne? Warte, warte, ich. Oh, Spiel. So. Ich habe Du gespeichert. hast gespeichert? Ja. See. Und dann. Da. Das wird jetzt wieder aufwendig, hier hochzuklettern überall. Oh, jetzt hat er schon wieder diese scheiß Feuerzeug in der Hand. Ja, aber da hast du es jetzt auch mal live gesehen, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Und ich dachte mir auch so, what the fuck? Kriegen die das mit diesem Flugzeugabsturz jetzt hin?
Und beim zweiten Mal hingucken hab ich erst gesehen, dass das so eine Schockwelle war. Was ist hier überhaupt zum Glück nicht nervig oder so, hier rauszugehen? Aber wir können das ja, wie gesagt... Okay, warte, das sage ich dir gleich, wenn es nicht mehr so laut ist. Asthmatiker hier. So, jetzt geht's jetzt langsam wieder, ne? Wir können ja sozusagen die Streams auch wieder dementsprechend hierfür lassen, dass wir das dann auch wieder mit Community machen, weißt du? Also ja, mit Sarah und Dings zum Beispiel. Der andere. Oder wer halt noch Lust hat und das Spiel hat, ne? Genau. Wir haben ja schon ein bisschen was gebaut, wir können ja noch mehr bauen. Ja, ja. Man kann ja richtig jetzt The Forest. Nee. Minecraft The Forest Version machen oder so. So in der Art. Musste man hier rüber? Das kommt mir so falsch vor. Doch, doch. Wir sind hier rüber. Ja, doch, hier ist so ein Seil nach oben. Vertrau mir, ich bin dem Gang oft genug gegangen. Ja, zumindest 3,5 Stunden haben wir jetzt ungefähr auf dem Zettel. Ja, stimmt. Wir sind ja circa 12 angefangen, jetzt ist es 20 nach 3. Ja. Plus minus dann noch die Pinkelpausen, ne? Ja. Wovon eine gerade mal wir beide waren. Das war's ja nur du. Genau das gleiche hatte ich auch. Ich dachte auch erst so, what the fuck. Oh, ich habe eine Taschenlampe hier eingesammelt, schön. Fällt mir gleich hier runter. Snacks, Farbe. Oh, schön, noch eine Taschenlampe. Hab ja nicht schon eine. Ich habe jetzt eine an meinem... Habe ich einen Pinsel in der Hand, leg den weg, Mann. Wow. So eine weitere Holztür. Ob ich jetzt an sich so viele sammeln kann, dass ich an jedem Finger so eine Taschenlampe habe? Ich habe meine Taschenlampe ja am Bogen dran gemacht. Weißt du, so im Sinne von Edward mit den Scherenhänden, nur Livos mit den Taschenlampenhänden? Livos mit den Taschenlampen. Ach, hier hängen sie alle. Wir sind am Eingang. Ach. So, jetzt muss ich mal mit euch ein ernstes Wort reden. Wir machen hier die ganze Arbeit und ihr hängt hier nur faul rum. Geht ja mal gar nicht. Dafür gibt's jetzt Uhrenklau. Oh, endlich wieder ein Wald. Ist das schön. Oh. Und ein Tennisball unterhalb der Achselhöhle geworfen. Gott. Frischluft. Endlich. Genau, und hier war, wo du jetzt hier, wir hier sind, da war eben offscreen. In Muschi Klaus. Die Renate. Ach, die Renate war hier. Ja, ja. Die ist aber mehr hier links oben gewesen. So. Also hier auf diesem komischen Berg. Ach Gott. Busch.
Hier sind Algen. Mitten auf dem Land. Toll. Kennst du das nicht? Algen mitten auf dem Land? Nee, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Bisschen Stoff oder so? Ach so, du meinst hier die... Die hier wachsen, okay. Ich dachte gerade schon, kennst du das nicht, dass Algen auch mal angespült werden? Das schon. In den Zelten ist ja nichts drin. Langweilig. Oh, Lurch. Lurch, stehen geblieben, sonst erschieße ich dich. Stoff, ich habe Stoff gefunden, endlich. Ich hab dich vorgewarnt, Lurch. Hab dich vorgewarnt. Mach mal schnell ein Seil mitnehmen, man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. Oh nein, es ist so dunkel. Die esse ich mal lieber nicht. Die Bären. Wollen wir gerade durchgehen? Oder am Strand entlang? Genau, am Strand lang. Mama, Strandspaziergang und Hasenjagd. Ein Lurch. Den musste ich jetzt leider mal mitnehmen, den Lurch. Ja, dann schaffen wir es ja gerade so zum Ende noch in die Basis zu kommen. Mathematica for the win. Ja, total krass hier mit dem Ending und so. Ja. Aber oben den Schneeberg könnte man auch noch mal erkunden. Da waren wir ja auch noch nicht direkt. Ja, das könnte man ja zum Beispiel auch für einen Stream an sich lassen. Weil dann sind wir zum Beispiel manchmal auch ja zu dritt oder viert. Und man sagen kann, okay, wir machen mal Großoffensive hier. Ja, das wäre mal keine schlechte Sache. So, ich gehe jetzt hier aber quer rüber. Asthmatika. Ja, komm, das ist fein. Asthmatiker hier heutzutage. Stoff. Wie sie schon da hinten ist. Ja, ich habe Energy Mix genommen. Ich hab keinen. Ich hatte noch welche, ich habe die gar nicht benutzt bisher. Dir ja. Ist kalt und du bist nass. Hass mich, Spiel. Hunger, Durst, Regen, Asthma. Dir ist kalt und du bist nass. Lohnt es sich noch zu leben? Niedrige Energie. Iss etwas oder ruh dich etwas aus? So, erstmal in die Hütte gehen, Feuerchen machen, aufwärmen. Ich glaube, ich renne einfach in eine Falle rein. Bleibt da hängen. Die unbenutzten Sachen kann man jetzt wieder hier ablegen. So, erstmal was fressen. Sonst kriege ich Schaden. So. Mir ist kalt. Ja, komm, setz dich. So. So. Ja. Spannendes Projekt, muss ich sagen. Oh ja. Sehr geil auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen die Steine-Schmeißerei. An sich würde es ja weitergehen mit dem Stream. Ja, mit den Streams würde ich sagen, machen wir so lange wir Bock haben, ne? Ja. Natürlich nicht jeden Tag. Nee. Ich muss noch arbeiten.
Muss auch nicht jede Woche sein, kann auch alle 2 Wochen sein oder so. Da kann man gucken. Ja. Yeah, ich habe jetzt ja auch ein bisschen strengeren Stundenplan von 8 bis 16.45 Uhr. Ja, und bei mir kommt es ja langsam in die heiße Phase. Prüfungen und so sind ja bald Juni, Juli. Zudem habe ich Ende Februar noch ein scheiß Seminar, wo ich nach Kiel muss. Gott sei Dank das letzte. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, hört man sich im Stream, zumindest im nächsten Stream, und dementsprechend, ich muss mal schauen, was bei mir dann an der Stelle auf dem Kanal kommt, da müsste ich mal schauen, wegen kleinen Projekten, und sonst würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Livers, und... Von mir auch erstmal ein vielen Dank fürs Zuschauen von unserem schönen Projekt. Schaltet dann auch mal in den Streams ein. Jo, und dann tschüss, ciao, eure Chihiro und bis zu irgendeinem weiteren Projekt.